Wir begrüßen euch zurück bei einer neuen Runde Defiance. Wir, das bedeutet natürlich zum einen die Demeter. Hi. Und ich bin der Shadowrunner. Wir hatten letztes Mal hier bei unserem Ego ausgelockt, wo wir schon die nächste Quest annehmen könnten. Was wir auch direkt mal machen, das ist der zweite Teil der Fängernachforschung. Und wir müssen Erens Hinweise zu Colonel Gretsch und seiner Einheit untersuchen. Und die könnten halt Details zu seinem Plan haben. So was ähnlich hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon. Ja, das ist ja auch die Fortsetzung. Müssen wir da wieder irgendwie auf diesen Steg? Nein, waren wir da schon? Nee, wir müssen hier weiter. Ich habe gerade das Gefühl, das hätten wir schon mal gemacht. Nein, das ist jetzt eine andere Gegend. Wir sollten uns mal umsehen. Oh, du bist da oben. Hätte ich da irgendwo auf den Berg hochfahren müssen? Ja. Hast du die Quest nicht angenommen? Doch. Deswegen weiß ich ja, dass es da oben ist. ich komme dann mal. Wir ja, natürlich das... taucht er unter, während ich meine Sonderfähigkeit aktiviert habe. Wir hatten das letzte Mal ja so schön auf der großen Map diesen lilanen Kreis, nicht den mit dem Totenkopf, sondern das andere Teil. Ich habe inzwischen herausgefunden, was das ist, und zwar ist das ein PvP-Event. Ah, okay. Wo man dann tatsächlich in zwei Gruppen eingeteilt wird und man gegen andere Spieler kämpft und diese dann natürlich auch töten muss. Oh weh. Mal schauen, was der Datenrekorder hier sagt. Achso, ja, gedrückt halten, natürlich. Äußerst interessante Daten. Ich habe deinen Ego die nächste Position geschickt. Jeha! Na gut, ich glaube, wir sollten aus Gewohnheit hier schnell erstmal abhauen. Yep. Zumindest hier so ein Stückchen. Und jetzt schaue ich mal auf die Map. Oh, da müssen wir ja ein ganzes Stück runterfahren. Ich glaube, ich bin gerade blind irgendwo gegengefahren. So. Jetzt habe ich es aber markiert. Und ich habe nicht vergessen, wie man hupt seit letztem Mal. Und bei mir leckst du gerade lustig ein wenig durch die Gegend. Okay. Aber, du hörst mich aber noch, oder? Ja, ich höre dich wunderbar. Ja, gut. Okay. Das ist die Hauptsache. Ja. Und Vorsicht, hier stehen überall Wagen, wo man... Ja, das habe ich schon gesehen. Ich habe sogar geschafft, mal die erste Wagengruppe nicht zu treffen. Immerhin. Das ist ja, ein Fortschritt. Das ist, ja, für mich auf jeden Fall. Ja. Ja, auf jeden Fall direkt wieder viel Gefahr. Da vorne ist das wieder unsere Quest oder ist das wieder so ein besonderes Event, dieser lila Helm? Pinke Helm, ich vergesse das immer. Es scheint aber unsere Quest zu sein. Ja, lila ist immer der Wegpunkt. Ah, jetzt ergibt das auch Sinn. Elegant abgestiegen. Und das ist natürlich, was eine Überraschung, der dritte Teil. Das ist immer noch das war, was wir rausfinden sollen. Also es sind wohl nur neue Positionen. Ja, wir dürfen auch noch ein Stück weiterfahren. Oder laufen. Das hat sich ja gerade sehr gelohnt. Ja, okay, das ist nicht so weit. Ist nicht ganz so weit. Ja. Aber man kann schön mit den Autos dann noch die Gegner umfahren. Da hat man ein paar weniger. Das ist aber so brutal. Was denn? Ja, dafür haben sie sich direkt gerecht und ich bin gestorben. Ah, das war nicht so klar. Was hier? Ach, das ist so ein großes Teil. Okay. Da springt noch einer runter. Oh, ja. Da ist noch. Da ist irgendwas Großes. Würdest du mich, wenn du kannst, wiederbeleben? Wahrscheinlich kannst du nicht. Nein, wahrscheinlich kann ich das nicht. Ich bin gerade auch erstmal, hab mich hier gelegt. Ah, sehr schön.
Aber ich habe ja die Selbstwiederbelebung. Wow, das ist aber... Also da ist irgendwie ein Gegner dabei, der extrem heftig ist. Wo liegst du denn? Ich bin schon wieder... Ach so, und ich suche dich gerade. Ja, jetzt bin ich Extraktion. Ah. Ja. So viel dazu. Ja. Hier wahrscheinlich hätten wir uns nicht nacheinander wiederbeleben sollen. Sondern vielleicht gleichzeitig. Ja, das ist durchaus möglich. Ich hab mal diesen kontrolliere die Monster Ding zerstört. Du bist ja schon wieder. Ja. Du sollst ja nicht immer die ganze Zeit rumliegen. Ja. So, was mussten wir hier auch irgendwo in Datenrekorder? Der liegt, glaube ich, hier auf dem Baumstamm. Ja. Ich habe erstmal die Muni geholt. Gut, dann sammel mal ein. Ach, schon wieder. Das ist ja spannend. Ich muss mein Fahrzeug wieder ändern. Sonst bin ich zu schnell. Oh Gott, da ganz nach unten, na super. Haben wir ja echt ein Stück vor uns. Autos auf der Straße. Ja. Das Jahr hörte sich an wie, ich habe es auch getroffen. Nee, getroffen nicht. Ich musste erst den Wegpunkt noch setzen. Ich habe hier mal ein paar Gegner überfahren, da kommen welche. Ja, hier wollte ich jetzt ganz geschickt die Gegner umfahren. Das hat natürlich genau nicht geklappt. Ich brenne nicht mehr. Ja, das war ein Baumstamm. Es sieht sehr witzig aus, wenn man auf einem Fahrzeug anfängt zu brennen, also... Ja, das hatte ich auch eben. Ja, das ist das Einzige, wo ich aktuell noch nicht so sicher bin, ob mir das gefällt, dass man teilweise doch sehr viel rumfahren muss. Also das man könnte das eventuell so ein bisschen näher zusammensetzen, ne? Ja, das ist aber nur am Anfang. Einmal so, wenn man den... die Portalpunkte nicht hat. Danach ist es eigentlich recht einfach. Das stimmt, da hatte ich jetzt gar nicht geguckt, ob ich was vielleicht schon gehabt hätte. Aber nee, ich glaube, hier unten war ich diesmal noch nicht. Da könntest du recht haben. Da waren wir auch noch nicht. Mit meinem größeren Charakter habe ich da unten aber auch schon 2 Punkte oder so, wo man sich hinporten kann. Oder 3. Die werden meistens allerdings durch die Hauptquest auch noch freigeschaltet, weil du dann da entlang geschickt bist. Okay. Na gut, dann sprechen wir mal mit dem Ego. Ja, immer noch. Was ist das denn? Das ist fantastisch! Was an? Ich hab sehr interessant gebrannt und bin dann ins Wasser. Na, wurde zu wenigstens gleich gelöscht, also. Ja, nicht so gleich. Er hat ziemlich gebrüllt. so. Entschuldigung. Ja, lach ruhig über mich. Was ist das da? Würde ich doch niemals tun. Ach, das ist die. Ist das die Frau, mit der wir unterwegs sind? Ich glaube schon. Gut, dann hier auf dem Steg scheint es zu sein. Ja, ich drehe hier nur eben das Feuer aus. Hellback. Oh, richtig, die werfen Granaten. Oh. Mann, ich bin schon wieder ein wenig rötlich.
Rötlich im Sinne von zu brennen? Nee, von wenig Gesundheit. Ah, okay. Und das sind alle. Hier ist noch so eine ein Empfangsgerät, das mache ich erstmal kaputt. Gut, jetzt müssen wir wieder ganz nach oben. Unter uns sind übrigens gerade sehr interessante Events, glaube ich. Ja, hier sind so ein paar Feuertypen. Oh. Ja. Und ich bin natürlich mitten gegen einen Eimer auf der Straße gefahren, der das Auto aufgehalten hat. Brenne. Was sind denn das für Events? Ich bin da gerade überlegen, ob wir uns das mal anschauen sollten. Und das Rote? Das ist eine Schattenmission und ein... Ist das Lila, ne? Lila und Rot. Ja, das Lila, ne, ist das PvP. Ach so, okay. Ja gut. Und das andere ist Hellbock-Ausrottung. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Das braucht man nicht nochmal. Ja. Na gut, dann fahren wir jetzt wieder komplett hoch. Ja, ich bin hier leider Gottes noch immer am Kämpfen. Ich komme nicht aufs, ja, ich komme nicht jetzt aufs Fahrzeug drauf. Sonst bin ich gleich tot. Dann komme ich nochmal zurück. Ich dachte, du wärst mir direkt auf den Pferden gewesen. Nee, ich war gar nicht auf dem Fahrzeug drauf und dann hat mich irgendwie so ein Feuerding angegriffen und jetzt stecke ich hier mitten in diesem Event drin oder in diesem... in dieser Quest oder was auch immer das ist, sein soll. Ja, da ist auch so ein richtig großer... Ja. Mache die Lichter an. Wollen wir die Lichter noch anmachen? Ja. Weil wir schon doch hier sind. Ich hab zwar keine Ahnung, was es macht, aber ich hab's gemacht. Da steigt eine Laterne hoch. Ja, dann sollten wir schnell abhauen, oder? Nee, hier sind... Ah, Moment. Ja, ich glaube, das war's. Sehr schön. Das war echt beeindruckend. Wohin jetzt? Ja, sehr beeindruckend. Mal. Ja, das die Schattenmission ist tatsächlich das, wovon ich eben gesprochen habe mit dem PvP-Event. Ich fand es sehr witzig, als ich das gemacht habe, aber das ist halt auch wieder zeitlich bemessen. Das heißt, es kann sein, dass wenn wir da jetzt reingehen, da irgendwie eine halbe Stunde drin feststecken oder so ein Kram. Naja, okay. Und du bist ja ohnehin so eher der PvP-Fan als ich. Richtig. Und also mit ein bisschen besseren Waffen, als wir jetzt haben, ein bisschen höherem Level, macht das auch mehr Spaß. Okay, ich glaube, da ich versuche halt rauszufinden, ob das Gegner sind. Nö. Was? Hier der Typ hier vorne. Aber der ist anscheinend nett. Gut, wundert mich gerade ein bisschen. Ich habe direkt richtig viel Ärger erwartet, aber nein. Das war die Vagabundin, genau. Begib dich zur östlichen Angel Island und beende das Fängerprojekt ein für alle Mal. Die E-Raps haben keinen Respekt vor der Natur. Die Käfer haben mehr Ehre als sie. Ja, da müssen wir dann hier in diese Instanz, will ich mal sagen, wieder rein. Oh, na super. Das haben wir ja schon letztes Mal gemacht. Ich habe so früh aufgehört zu drücken. Nein, du hast tatsächlich jeder ist bereit. Es geht los. Das Ding gestartet. Finden wir raus, wo das verdammte Ding ist und zerstören es. Erstmal hier wieder alles aufladen. Platten hätte ich eigentlich auch brauchen können, weil ich wurde eben ein bisschen runtergeschossen, aber... Nee, das geht im Moment noch nicht. Na gut. Wartet hier. Ich greife auf den Sicherheits- kann mich noch daran erinnern, als ich das letzte Mal hier drin war, alleine, bin ich sehr oft gestorben. Das macht mir auf jeden Fall Mut. Müssen wir hier hoch? Weil die sind auch hier weiter hochgerannt. Oder bleiben wir unten? Naja, kannst du mal mit hochgehen. Aber ich glaube, die kommen wieder runter. Ja. Rechts steht als Aufgabe, stehe Wache. Raum sichern. Stärker, du hast den Alarm ausgelöst im Dorf.
Oh. Ja, hier waren, glaube ich, Granaten. Ja, ich hab's gemerkt. Und jetzt in den Bunker vorrücken. Ich guck mal, wo unsere... Ah, die hinten war schon hier hinten hingerannt, ne? Ja. Ja. Hast du das gesehen? Da vorne war ein Käferchen, glaube ich. Hm? Da kommen da vorne. Auch gleich noch mehr. Ah, na, wunderbar. Hilfe! Ich brauche Hilfe hier drüben! Stopp! Hast du das gehört? Irgendwer hat geschrien. Hier drüben! Ich brauche Hilfe! Wenn man nur wusste, wo du bist, wir drüben. Ja. Oh, Monster. Ja. So einige. Ja. Und ich hab keine So, da hinten stehen auch noch welche. Da sind auch noch solche, Geschütze. Ja. Wenn du das meinst. Richtig. Und Fängergeräte. Die meinte ich eigentlich, die... Oh Gott. Ja, dann versuche ich erstmal das Fängergerät auszumachen. Eine ist weg. Vielleicht schon wieder tot, ja? Ja, ich auch. Ich stehe aber direkt wieder auf. Ja. Ich bin aber direkt hier unter Feuer. Ja, das ist der Nachteil an diesem Geschütz. Dann müsst ihr die mal ausschalten. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich mache hier mal so eine Attrappe. Dann renne ich da mal durch. Ah, Granate. Habe ich jetzt das Geschütz ausgeschaltet? Ich hoffe, es ja. Sieht gut aus. Ah, da sind schon wieder... Ja. Ja. Monster. Ich extrahiere mal. Noch lebe ich, aber wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Ich bin schon wieder da. Ah, hier ist Monitor. Ich wusste, das hier war erst Monitor. Oh, hier sind aber auch noch mehr Monster. Ja. Ich war schon ein bisschen Sorgen. Ich renne mal kurz zur Muni. Die wird nämlich knapp bei mir. Und ich habe direkt Monster aus dem Boden geholt. Hatten wir den nicht eben schon mal gekillt? Kommen die vielleicht raus, wenn man Muni auflädt? Aber
glaube eher, wenn man da hinläuft. Ja, einfach beiden. Ich weiß immer noch nicht, wo der Typ um Hilfe geschrien hat. Ja, ich auch nicht. Das habe ich auch beim ersten Mal noch nicht rausgefunden. Ja. Die schmeißen immer die Granaten hier. Das ist ein bisschen nervig. Oh, ich habe irgendwie... Ach, verdammt. Ich habe eine neue Waffe aufgehoben und die hat er auch direkt ausgerüstet. Ah. Jetzt stehe ich hier mit einem... Nee, das ist nicht so gut. Ich stehe hier mit einem Scharfschützengewehr. Oh, du kannst ja eben kurz die Zeit nehmen. Wir haben jetzt gerade die Zeit, um deine Waffe zu wechseln. Ja, ich habe schon wieder vergessen, war das mit AL. Und da will ich... Jetzt habe ich natürlich auf beiden dasselbe. Das war natürlich eine super Idee. So, jetzt ist wieder besser. Also ich kann dir sagen, wenn du eine Waffe aufhebst, darfst du nicht so lange auf E drücken, bis der Kreis weg ist, sondern nur einmal kurz auf E drücken, um sie aufzuheben. Gut, das werde ich mir merken. Weil sonst rüstest du sie halt direkt auf.